mit einem geeigneten Werkzeug zuerst die Streuscheibe raushebeln. Dann könnt ihr schon die Leseleuchte raushebeln, das Innenleben hier vom grauen Rahmen trennen. Einfach hier rausdrücken, ist nur gesteckt. Dann könnt ihr es ganz vorsichtig rausziehen ein wenig und hinterhalb den grünen Stecker dann abziehen. Ihr könnt auch diesen grauen Rahmen hier noch entfernen. Der ist nur gesichert mit so biegsamen Plastikhaken seitlich. Die kann man ein bisschen raufbiegen oder einfach den grauen Haken runterziehen. Und dann kommt das Ganze auch schon runter. So, jetzt muss der grüne Stecker hinten, also der Stromanschluss, einfach abgezogen werden. Dann könnt ihr die Lampe aus dem Rahmen nehmen und hinten die weiße Abdeckung, die noch die Glühbirne verbirgt, abnehmen, indem ihr diese Plastikklammern hier zur Seite rausbiegt und dann spiegt es auch schon runter. Hier seht ihr jetzt die Glühbirne. Die könnt ihr dann ganz einfach rausziehen und gegen eine neue ersetzen, gegebenenfalls sogar durch eine LED, so wie ich in meinem Fall hier. Und dann müsst ihr aber die Seite beachten, in der diese reinsteckt. Welche Seite das ist, seht ihr erst, wenn ihr es zusammensteckt an den Stromstecker und prüft, ob sich die Lampe einschalten lässt. Es gibt nämlich zwei Seiten und nur an einer Seite hat die Lampe dann Kontakt. Also nicht gleich verzweifeln, wenn die Lampe sich nicht einschalten lässt, einfach wieder rausnehmen und einmal umdrehen und wieder reinstecken, dann wird sie auch sicherlich leuchten. Jetzt haben wir die Abdeckung wieder aufgegeben und stecken die Lampe ein wenig mit dem grauen Rahmen wieder zusammen, denn nur so können wir sie montieren und dann stecken wir den Stromstecker wieder in die Lampe ein. Den grünen Stromstecker kann man nur auf einer Seite einstecken aufgrund der Nase. Drückt ihn fest zusammen, damit er auch sicher einen Halt hat. Dann geben wir zuerst den Rahmen wieder drauf. Hier links auf der linken Seite sind zwei so Nasen, die müssen wir zuerst einhaken und danach die biegsamen seitlichen Haken ein wenig nach oben biegen und den Rahmen raufdrücken. So, dann könnt ihr die innere Leseleuchte hier wieder einfach einklipsen, bis sie festhält und die Streuscheibe nicht vergessen wieder aufzugeben. Auch hier zuerst links einhaken und dann einfach nur raufdrücken. Zack, fertig, das war's schon. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich heute hier verwende, unten in der Videobeschreibung. Und dann müsste es auch leuchten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.